Steinhagen, Steinhagen wegen Stein. Steinhagen, Steinhagen, das ist geil. Ostwestfalen an teutonischen Südhang, wieder alle stehen bereit. In Steinhäger und westfälischen Land läuten wir den Karneval wieder ein. Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag, Marathon steht rund. Die Teutonen schallen durch die Wälder und es geht allen ins Ohr. Stein, 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 Steinhagen, Steinhagen wegen Stein. Heute feiern alle und es wird noch viel gelacht. Ob alt und jung, alle machen mit hier am Teutoburger Wald. Kronbach, Funken und die ganze Garde, das lässt hier keinen kalt. Die langen Beine der Funkengarde, jeder kann sie sehen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was bei euch falsch läuft, ja? Dass ich das Ding so viele Jahre schon erzählen muss. Aber zum Glück, wir haben ja auch ein paar neue Gäste dabei. Aus Gütersloh zum Beispiel. Aus Reda-Wiedenbrück zum Beispiel. Und die Ärmsten wissen ja noch gar nicht, was die jetzt erwartet. Steht mal bitte alle auf. Ja, wer mich kennt, der weiß, der Presi vom KCCF ist ein weitgereister Mensch. Und so kam es auch mal, dass ich in die Weltstadt kam. Wuppertal. Oh, Wuppertal. Oh, Wuppertal. Ist das eine nette, fliegende? Ich denke, hier willst du bleiben. Ich abends in eine Kneipe rein, setze mich dahin, kam der Wirt an mit so einer schönen Schale Bier, sagt er, Mensch, Junge, was guckst du denn so traurig? Und ich sag, oh. Oh. Oh, ist das eine schöne, nette, fliegende. Ich sag, das Einzige, was mir hier fehlt, das wäre eine richtig tolle Wohnung. Da sagt er, Mensch, Junge, nichts leichter als das. Hier hast du eine Adresse, gehst du morgen hin. Da ist eine Wohnung gerade frei geworden. Was soll ich euch sagen? Ich am nächsten Tag dahin, komm dahin. Ah, super Wohnung, riesengroß, spottbillig, Sonnenlicht durchflutet. Ich abends wieder in die Kneipe rein, setz mich hin. Der Wirt kommt an mit einem Gläschen Bier. Sagt er, Mensch, Junge, was guckst du denn so traurig? Du guckst auch gerade so traurig. Du bist öfter hier, ne? Ja. Was guckst du denn so traurig? Und ich sag, oh. Oh. Ist das eine nette, fliegende? Ich habe eine tolle. Mann, ich sag, das Einzige, was mir noch fehlt, das wäre ein richtig toller Job. Da sagt er, nichts leichter als das. Hier ist eine Adresse, da stellt sich morgen vor. Die suchen dringend neue Leute. Was soll ich euch sagen? Ich am nächsten Tag da hinten mich vorgestellt. Ah, super Job, top Arbeitszeit, super Bezahlung. Ich abends wieder in die Kneipe. Kommt gleich der Wirt an mit einem Gläschen Bier. Sagt er, Mensch, Junge, was guckst du denn so traurig? Und ich sag, ist das eine nette, fliegende,
Ich habe eine tolle. Ich habe einen tollen. Das Einzige, was mir noch fehlt, das wäre mal eine richtig tolle Frau. Daraufhin sagt er zu mir, nichts leichter als das. Immerhin bist du hier in. Ich sage, ja, was soll ich denn machen? Ja, ganz einfach, hier. Gehst du morgen zur Presse, zur Zeitung und gibst da ein Inserat auf, eine Anzeige. Ich sage, ja, was soll ich denn da reinschreiben? Ja, ganz einfach. Neu zugezogener, mit einer tollen Wohnung, ein super Job, sucht Frau zwecks gemeinsamen Zusammenlebens. Ja, super. Ich dann nächsten Tag dahin, war eine junge Dame da, hat das aufgenommen. Dann sagt sie, ja, was wünschen Sie denn? Ja, ich hätte gerne eine Anzeige aufgegeben. Was soll denn da drin stehen? Oh Scheiße, was hat er nochmal gesagt? Ja, Moment. Neu zugezogener, mit toller Wohnung, super Job, sucht Frau zwecks gemeinsamen Zusammenlebens. Ja, soll das denn eine einspaltige oder zweispaltige sein? Oh!